Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Ich bin sehr gespannt. Wir hören uns heute den Track an, den wir alle seit Wochen oder seit auf jeden Fall einer guten Woche nicht mehr aus unserem Kopf rausbekommen. Von dem lyrischen Genie Lil M. Coca-Cola. Ich will ganz kurz festhalten. Ganz kurz, ja? Wir sind hier in der Premiere. Diese Premiere schauen gerade 787 Leute, sind in dieser Premiere. 787 Leute warten darauf, dass dieser Song rauskommt. Hier oben rechts haben wir auch noch Jamule. Bei Jamule gucken 114 Leute die Premiere an. Wisst ihr, was das heißt? Lil M outplayed gerade Jamule. Bro, bei Lil M sind über 1000 Leute in der Premiere. Holy shit, falls ihr euch jetzt wundert, warum ihr bei diesem Video wahrscheinlich keine Kommentare schreiben könnt. Bei YouTube ist es automatisch so, wenn Kinder im Video zu sehen sind, kann man keine Kommentare schreiben. Das ist automatisch von YouTube festgelegt, ich kann daran nichts ändern. Bedeutet, falls ihr irgendwas schreiben wollt, schreibt mir auf Instagram, schreibt mir gleich bei der Jamule-Reaction, wie auch immer. Schreibt mir irgendwo anders, ich lese alles. Aber es ist von YouTube automatisch, ihr seht es hier auch schon. Hier sind auch keine Kommentare. Weil der Junge einfach zu jung ist, so wisst ihr. So oder so, ich freue mich jetzt drauf reinzuhören, ich bin sehr gespannt. Digga, ich habe keine Ahnung, was ich erwarten soll. Sag ich, wie es ist, Freunde, sag ich, wie es ist. Von daher, würde ich sagen, hören wir rein. Bei der Premiere, ich mache noch fix den Ton hier an. Und, Digga, ich bin sehr gespannt, ich sag's, wie es ist. Holy shit. Okay, let's go. Abfahrt. Boah. Der legendäre Sound. Macher. Aber nicht auf meinen Nike Jogger. Oh, Junge, der Kleine war aber schon süß, sag ich, wie es ist. Digga, gib mir ein bisschen Coca-Cola. Aber nicht auf meinen Nike Jogger. Bin ich der Einzige, der gerade denkt, dass sich das ganz anders anhört als auf TikTok? Bin ich der Einzige gerade? Ich bin der Junge von ich chille mit der Crew. Digga, ich hab ein Krokodil auf meinem Schuh. Du weißt nicht, was ich meine doch Lacoste. Ich kriege jeden Tag von Labels neue Post. Ey, also ganz kurz, wir brauchen nicht darüber reden, dass das hier ein spaßiger Quatsch-Song ist, ne? Brauchen wir nicht darüber reden, dass das jetzt nicht gepumpt wird bei mir oder wie auch immer. Ich habe einfach einen Ohrwurm. Der Junge oder die Leute dahinter sind Marketing-Genies, sage ich. Jeder von uns kannte diesen Song, kannte diese Melodie, kannte dieses Digga, gib mir Coca-Cola. Kannte jeder von uns. Und jeder hat es irgendwie auch auf echt auch ein bisschen gefühlt. Jeder. Mohammed, bitte komm zu uns. Denn das, was du heute machst, ist morgen die neue Kunst. Aber nein, nein, ich bleib lieber hier. Mit meiner Gang und Family in meinem Revier. Oh, sorry, Dance. Wir haben einfach nur Dance Break, Junge. Sorry. Sorry, Jungs, ich wusste nicht, wie hart ihr seid. Hey. Digga, gib mir ein bisschen Coca-Cola. Gib mir Coca-Cola. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie sie das gedreht haben. Es sieht aus wie Sommer bei denen. Es sieht Real Talk aus wie Sommer bei denen. Stellt euch vor, jetzt eine eiskalte Coca-Cola. Sommerferien. Draußen chillen. 25 Grad. Coca-Cola. Ich sag nicht nein dazu. Hammer Joke. Aber nicht auf meinen Nike Jogger. Die Sorge ist zweideutig, ich geb dem wieder was zu reden, diese Hunde freuen sich. Wie alt ist der Junge? Ein paar Leute kannten den irgendwie schon, oder der hat ja auch gesagt, ich bin der Typ von der Chille mit meiner Crew. Der hatte schon ein, zwei Hits, sag ich mal, ja. Ich kenne den erst seit Coca-Cola. Ich geb euch einen Rat, holt den Stock aus eurem Arsch. Ha, an all die Streber, Leute, bleibt mal locker. Setzt euch hin, aber fang ihr bitte nicht vom Hocker. Das ist alles Ironie, doch bringt Geld wie noch nie. Alles Ironie, doch bringt Geld. Oh, hat sich kurz angehört wie Loredana, sag ich. Oha, Digga, mit MS Paint hier auch noch die Effekte reingeknallt, sorry. Geisteskrass. Junge, krass. Deutsche Backstreet Boys einfach. Ich sag ehrlich, die Jungs werden die Zeit, die haben gerade die Zeit ihres Lebens. Die haben die Zeit ihres Lebens.
Das ist so, jeder von uns hat früher auch irgendwas gemacht, so. Wisst ihr, jeder von uns hat sich aufgenommen und so getan, als ob man vloggt. Ich habe früher so Star Wars nachgespielt und das aufgenommen. Jeder hat früher irgendwas gemacht, so, wisst ihr. Und so, man muss dazu sagen, es hört sich gar nicht kacke an. Da ist schon sehr viel Idee dahinter, sehr viel Richtiges ist dahinter, sage ich ganz ehrlich, ja. Das ist jetzt nichts, was man sich auf ernst und auf echt geben kann. Das natürlich nicht. Aber die Melodie ist catchy, das Marketing-Ding hat gut funktioniert. Und es hört sich jetzt nicht krüppelkrüppel an. Wisst ihr, es ist schon einigermaßen gut produziert so, es ist gut aufgenommen, es hat auf jeden Fall ein bisschen Hand und Fuß so, wisst ihr? Und ich sag ehrlich, wenn der Typ dran bleibt, der ist jetzt schon Crush Nummer 1 auf seiner Schule bei allen Leuten, ja. Also ich sag, ich weiß nicht, wie alt ist der? Wie alt ist der? 10? 10 würde ich schätzen. 10, 11 vielleicht, maximal. Der ist noch so jung und das wird noch gut. Wobei, man weiß auch nicht, es gab auch diesen Lil Scampi oder so, gab es nicht den auch? Lil Shrimp, Lil Scampi. Der ist auch vom Erdboden verschluckt worden. Aber ich finde es cool, dass die Jugend sowas macht irgendwie. Wisst ihr, das ist jetzt nichts, was Verwerfliches, finde ich. Das ist doch was Cooles irgendwie. Dass der so das alles auf die Beine stellt mit seinen Jungs. Alle haben Spaß. Es ist ja, keine Ahnung. Lieber so, als die ganze Zeit mit irgendwas anderem die Zeit zu verschwenden. Wisst ihr, mit irgendwie, keine Ahnung, mit am Bahnhof chillen und so die Zeit verschwenden und keine Ahnung was. Oder im Kiosk um die Ecke klauen gehen. Dann lieber sowas machen. Keine Ahnung, ein bisschen positive Vibes verbreiten und das Ding ist super catchy. Deswegen hören wir noch einmal rein zum Ende. Ich werde das nicht mehr los. Ich werde diesen Ohrwurm nicht mehr los, Junge. Nike-Jogger, Coca-Cola. Aber nicht auf meinen Nike-Jogger. Jogger. Oha, Junge, am Ende auf einmal die beste Kamerafahrt des Lebens noch rausgeholt hier. Holy shit. Jungs, wo seid ihr? Habt ihr mich vergessen? Comedy Gold, Junge, Comedy Gold, holy shit. Jungs! Best Actor Award. Jungs! This year goes to Lil M. Lil M, Best Actor Award. Wow. Ey, auf ganz echt jetzt, Leute, wie schon gesagt. Ich finde das gar nicht schlimm. Der zieht sein Ding durch. Das ist positive Vibes, Mann, einfach. Und keine Ahnung. Ich hätte mir actually, jetzt wenn man das ernst auch noch betrachtet, ein bisschen mehr Inhalt gewünscht vielleicht, ja. Und keine Ahnung, ansonsten, ey, das soll ich sagen. Das Ding ist immer noch in meinem Kopf drin für die nächsten 3 Wochen, glaube ich, bis der nächste Ohrwurm wieder kommt. Ich fand es aber cool, mit euch reinzuhören. Vielen Dank, dass ihr am Start wart. Vergesst nicht, wie gesagt, ihr könnt hier nicht kommentieren. Liegt daran, dass Kinder im Video zu sehen sind und YouTube bei Videos mit Kindern keine Kommentare zulässt. Schreibt gerne bei der nächsten Reaction, bei der vorherigen rein. Ich lese alle Kommentare. Schreibt mir auf Instagram, ich bin da sehr aktiv. Kommt morgen auf Instagram um 16 Uhr eine fette Ankündigung. Freut euch drauf. Ansonsten, ja, seht die Sache nicht zu ernst, habt einen wunderschönen Tag, bleibt so fresh und gut aussehen wie immer, Freunde. Und vergesst auf jeden Fall nicht auch ein bisschen Support und Liebe beim originalen Video dazulassen, ja. Einen Daumen nach oben da lassen auf süß und dann sehen wir uns. Bleibt fresh. Ciao.